Hey Leute und herzlich willkommen bei Hardware Deals. Ihr seht schon, es ist mal wieder ein bisschen was anders heute im Video. Ich habe die Kamera mal wieder in der Hand und das heißt, Tobi wird heute seinen nächsten PC bauen. Und der gute Mann hat sich ordentlich was vorgenommen, ist jetzt sein zweiter PC-Bild aus dieser Videoserie und der will direkt eine Dual-Loop-Custom-Wasserkühlung bauen. Also ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein, es wird bestimmt ein mega nices Video. Und ich zeige euch auch schon mal, was der Tobi sich hier alles rausgesucht hat. Zieht euch mal rein, wie viele Sachen das sind. Da wird schon ordentlich was reingepackt ins O11 Mini und hier ist schon der Tobi. Hast schon Bock, den PC zu bauen? Ja, klar. Das wird eine extrem wilde Sache, glaube ich. Was hast du dir dabei gedacht, dass du bei deinem zweiten PC-Bild direkt eine Dual-Loop-Kassenwasserkühlung baust? Also eine Single-Loop-Wasserkühlung, die hatte ich ja schon mal gebaut und dann dachte ich, dann kann man jetzt nicht mit einer Single-Loop weitermachen, dann muss man einen Dual-Loop bauen. Und ich habe bei GGF-Events, heißt der Kanal, habe ich sowas Ähnliches gesehen und ich dachte, sowas könnte man auch mal ausprobieren. Auf jeden Fall sieht man schon, hast du dir sehr, sehr leckere Hardware rausgesucht. Ich sehe hier eine 4080, eine wassergekühlte und das O11 R Mini. Genau. Da habe ich schon einige Builds drin gesehen, aber ich hoffe natürlich, dass du das Ganze heute übertreffen wirst. Und ich hätte gesagt, wir werden auch gar nicht so wahnsinnig viel labern, sondern wirst direkt anfangen, den PC zu bauen, oder? Ja. Also, auf geht's. Nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. Deswegen bin ich heute auch mal so frei und werde den Tobi einfach machen lassen und ich werde die Kamera jetzt weitergeben an den Mo und dann hoffe ich, dass die beiden euch heute mit diesem neuen Video unterhalten werden. Dieses Video wird unterstützt durch Dubaro. Das Dubaro-Team sucht aktuell Verstärkung, vor allem ein Programmierer wird vor Ort in Ostfriesland dringend benötigt. Falls hier jemand aus der Nähe kommt oder einfach einen Tapeten wechseln möchte, gerne mal auf den Link unten in der Videobeschreibung klicken, da kommt ihr direkt zu den Stellenangeboten. Ansonsten kennt ihr Dubaro ja schon als unseren langjährigen Partner im Bereich Fertig-PCs, da findet ihr auch unsere Hardware-Deals-Editionen in allen Preisklassen. Ich denke, von Dubaro wird hier auf dem Channel wahrscheinlich jeder schon gehört haben. Dubaro ist auf jeden Fall eine junge und sehr moderne Firma. Jedes System geht durch eine ausführliche Endkontrolle, wo die PCs nochmal auf Herz und Nieren geprüft werden, bevor sie auf die Reise gehen. Wir waren selbst schon vor Ort und haben uns die Produktion angeschaut. Das Video dazu findet ihr hier auf dem Kanal und den Link zum Shop findet ihr unten in der Videobeschreibung. Bevor wir jetzt reingehen in den Build, schauen wir uns noch kurz die Sachen an, die da reinkommen. Und natürlich haben wir auch alles unten verlinkt. Falls ihr das Teil nachbauen wollt, dann könnt ihr da einfach auf die Links klicken und alles nachkaufen. Beim Prozessor haben wir den i9-13900K gewählt. Der hat 8 P-Cores und 16 E-Cores. Also wir haben hier eine 24-Kern-CPU mit einem Turbotakt von bis zu 5,8 GHz. Also schon ein ordentliches Gerät. Und als Grafikkarte, hat der Manu ja vorher schon gesagt, haben wir hier die 4080. Das ist die Waterforce-Karte von Aorus. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, warum haben wir jetzt keine 4090 gewählt? Ganz einfacher Grund. Es gibt keine vorgefertigte Waterforce-Karte als 4090 und ich habe es mir jetzt noch nicht zugetraut, eine, ich sage jetzt mal, Founders Edition oder irgendeine andere Karte auf Wasserkühlung umzubauen. Darum jetzt hier die 4080 von Aorus als Waterforce. Beim Mainboard haben wir diesmal ein MATX-Board, das Z690M Aorus Elite AX DDR4. Darauf bauen wir also das komplette System auf und ich würde sagen, wir fangen auch direkt an, das Mainboard zu bestücken. Und da haben wir auch schon unser Mainboard. Wie immer setzen wir die CPU ein, den RAM und die NVMe-SSD und dann können wir das ganze Ding dann auch schon ins Gehäuse einsetzen. Ja, Mo, du bist auch schon ganz nervös, ob wir das heute hinbekommen mit der Wasserkühlung, oder? Ich bin aber guter Dinge auf jeden Fall. Bisher hast du eine ganz gute Leistung vollbracht mit den Wasserkühlungsloops. Eben, und zusammen sind wir stark. Zusammen sind wir stark. Die Power Rangers. Wie immer beim CPU-Einsetzen einfach hier den Riegel öffnen. Aufklappen, denn einfach bei der CPU gucken, wo befindet sich das Dreieck, das wäre hier unten und genauso setzen wir es dann auch ein, suchen das Dreieck hier und CPU rein. Ganz locker easy, das hier runterdrücken, Riegel zumachen, das springt ab und CPU sitzt. Als nächstes kommt dann der RAM hier rein, damit es schön aussieht und natürlich auch wegen der Leistung haben wir 4 RAM-Riegel diesmal, weil ich finde das immer ein bisschen, sieht in so schönen Builds auch ein bisschen lahm aus, wenn nur 2 drin sind. Darum kommen hier 4 Riegel vom Aorus RGB Memory. Die bauen wir jetzt ein und dann schauen wir uns mal an, wie das aussieht. Dann haben wir den RAM auch schon drin. Das sieht doch schon cool aus, Mo, oder? Passt auch sehr, sehr gut zum Mainboard, finde ich. Mhm. Dass es so schlicht einfach diese RGB-Leisten dran sind. Die letzte Komponente, was wir jetzt noch auf dem Mainboard einbauen, wäre die NVMe-SSD.
Da haben wir die AOROS Gen 4 7000S SSD. Die hatten wir auch schon in dem Fractal-Build drin. Könnt ihr euch auch gerne anschauen, das Video, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Hier auch 2 Terabyte, einfach damit man genug Speicherplatz hat. Weil wir wissen ja, wenn ich neue Bilder machen will, muss ich alte Bilder löschen. Für die SSD hier einfach die Abdeckung wieder abmachen, weil die kommt hier drunter. Jetzt haben wir hier auch schon den Kühlkörper fest drauf. Den machen wir jetzt ab, weil wir haben ja die Abdeckung und die passt dann sonst nicht mehr drauf, wenn wir die Abdeckung dran lassen. So sieht das Ganze denn ohne Kühlkörper aus. Die kommt dann hier rein und wird dann hier nachher runtergedrückt und mit der Schraube von dieser Abdeckung verschraubt. Bevor wir das aber verschrauben, hier natürlich die Folie abziehen, weil sonst wird es nicht gekühlt. Das war's dann auch schon mit dem Mainboard. Und jetzt muss nur noch der CPU-Kühlblock drauf und dann kann es auch schon weitergehen und dann bauen wir das Mainboard ins Gehäuse ein. Und da haben wir von EK den CPU-Wasserblock, den Quantum Magnitude. Der sieht ganz cool aus, finde ich. Also schlicht und nicht zu viel drumherum. Und den bauen wir jetzt da drauf. Wir haben uns kurz durch die Anleitung geschlagen von dem CPU-Block. Jetzt wissen wir auf jeden Fall, wie der befestigt wird. Wir machen das jetzt. Also die Backplate kommt hinten dran, wird befestigt. Dann kommt das hier mit den Federn und so weiter. Und dann der CPU-Block, das muss ich jetzt nicht erklären im Detail, oder? Genau, die Backplate hinten dran. Dann haben wir hier diese Abstandshalter. Da kommt so ein O-Ring drauf. Nicht verwechseln mit dem Ohrring. Das Ganze viermal. So sieht das Ganze denn aus. So von der Rückseite. Und damit das Ganze schön gekühlt wird, machen wir hier die Cryonaut Extreme von Thermal Grizzly drauf. Und dann machen wir einfach so eine Wurst. Jetzt haben wir halt ein L drauf gemacht. Wir setzen ein. Dreh den mal um, den Kühler. Ach so. Gut, wir setzen ihn noch nicht ein. Please remove before use. Gut mitgedacht, Mo. Dann können wir ihn jetzt einsetzen. Jetzt hätte man nämlich fast den größten Fehler gemacht, den man machen kann. Die Schutzfolie vergessen abzuziehen. Dann hätten wir nachher unser blaues Wunder erlebt. Okay. Und dann über Kreuz, ne? Stück für Stück. So wie wir es gelernt haben. Was kennst du noch so für schwäbische Sprüche? Butterbrot statt Schnitzelkaue. Mo, wir haben es drauf. Guck mal, wie schön das aussieht. Wir elegant, oder? Sehr gut gemacht, Tobi. Herzlichen Glückwunsch. Klasse. Jetzt sind wir im Prinzip mit dem Mainboard fertig, oder? Bitte applaudieren in den Kommentaren. Dann können wir jetzt hier aufräumen und uns mal das Gehäuse genau anschauen. Ich habe das Gehäuse jetzt schon mal ausgepackt und es sieht jetzt auch ein bisschen wild aus, weil ich hier das alles schon mal abgenommen habe. Also die Seitenteile, den Deckel und so weiter, einfach, dass wir hier überall besser drankommen. Das Gehäuse ist ja modular, also man kann es quasi anpassen. Und wir haben das jetzt hier getauscht, weil wir einen MATX-Board haben. Da kommt dann einfach hier oben diese Blende und das rutscht alles eins nach unten. Denn einmal kurz zur Erklärung, wir haben denn hier vorne, kommen eigentlich Lüfter hin, hier kommen unsere Pumpen rein. Also wir haben dann zwei Pumpen wegen dem Dual Loop, eine hier. Dann haben wir drei Radiatoren, unten ein, oben ein und hier hinten kommt ein Radiator rein. Aber ich glaube, das kann man sich auch besser vorstellen, wenn wir dann nachher anfangen, die Sachen einzubauen und man das bildlich vorm Auge hat. Darum setzen wir jetzt das Netzteil hinten ein. Und als Netzteil haben wir von Be Quiet das Dark Power 13 mit 1000 Watt. Ich denke, das sollte ausreichend sein für eine 4080 und ein i9. Und das Dark Power 13 ist ein modulares Netzteil. Darum habe ich hier die Kabel schon mal alle rausgeholt, die wir brauchen werden. Die stecken wir dann hier schon mal ein, damit wir nachher da nicht, wenn es hinten drin eingebaut wurde, da noch dran rumfummeln müssen. Ich stecke die ein und dann können wir das Netzteil einbauen. So sieht das Ganze dann aus, wenn alle Kabel dran sind. Und dann kommt es hier einfach rein und wird hier mit den 4 Schrauben befestigt. Und dann haben wir unser Netzteil schon eingebaut. Und als nächstes kommt dann das Mainboard rein. Und ganz wichtig, bevor wir das Mainboard einsetzen, sind die Standoffs hier. Die waren nämlich vorher, die sind zwar schon drin gewesen, aber nicht für unser Vorhaben, weil wir haben ja die Rückblende hier nach unten versetzt. Das heißt, wir müssen die alle noch anpassen auf MATX. Das habe ich jetzt alles schon gemacht. Da ich es schon gemacht habe, können wir jetzt einfach das Mainboard einsetzen. So, dann nimmt man hier die passenden Schrauben für das Mainboard und befestigt die hier drin. Und jetzt sitzt das Mainboard. So sieht das Ganze denn aus. Ich finde, es macht schon einiges her mit dem schwarzen CPU-Block und so. Ja, das sieht jetzt im Moment natürlich so ein bisschen asymmetrisch aus nach oben. Aber wenn nachher die Radiatoren und so reinkommen, dann sieht es, glaube ich, ganz fresh aus. Mhm. Und wir haben auch echt fette Radiatoren, aber die sehen wir jetzt gleich. Weil im nächsten Schritt bauen wir die Radiatoren ein.
Yippee-yay. Ja. Wie man jetzt hier sehen kann, wir haben die Kabel schon mal alle angeschlossen, weil wir haben hier drei fette 240er Radiatoren und wenn die nachher hier unten drin liegen und dann noch die Lüfter drauf sind, dann kommt man da nur noch ganz schlecht hin. Darum haben wir das alles schon mal eingesteckt, damit wir da nachher keine Probleme bekommen. Dann bestücken wir jetzt die Radiatoren mit den Lianli Unifan AL120 Lüftern. Die haben ein ganz interessantes Daisy-Chain-System, aber das schauen wir uns jetzt gleich an. Da kommen dann jeweils zwei auf jeden Radiator und dann noch einer ganz hinten. Ich packe die jetzt mal alle aus. Und hier sieht man jetzt auch die Connections quasi. Also wir müssen die nicht mit Kabeln verbinden. Wir können die jetzt quasi hier so stacken. Dazu macht man die einfach so zusammen und dann haben wir hier so ein Zweierpack. Da könnten wir jetzt auch vier oder so aneinander rein, aber das kommt dann nachher hier drauf. Und dann haben wir hier die Kabel. Da haben wir dann quasi hier das Gegenstück zu dieser Connection. Und das macht man dann einfach hier dran. Also man hat dann quasi einen Stack-Lüfter und hat dann nachher ein Endkabel, was dann an den RGB-Header angeschlossen wird. Das ist halt so eine Erleichterung, ne? Ja, können wir halt jetzt gucken, in welche Richtung wir es machen. Dann montieren wir die auf allen drei Radiatoren und dann bauen wir die hier ein. Die Lüfter sind jetzt hier drauf auf den Radiatoren, also nochmal ein Stück breiter geworden, die Teile. Und die kommen dann jetzt hier rein. Was ich noch gemacht habe, diese Pumpen, die haben wir einfach an diese Lüfterhalterungen gemacht, die kommen dann hier vorne rein. So ungefähr. Eine oben, eine unten, weil wir einen Dual Loop haben. Und ich habe die einfach schon mal montiert, dass wir da nachher hier nicht so ein Gefummel haben. Dann bauen wir jetzt alles ein. Und dann sehen wir uns drei Radiatoren und zwei Pumpen später. Mit den drei Radiatoren drin und den Pumpen hier vorne sieht es dieses relativ kleine Gehäuse schon sehr voll aus. Aber ich finde es eigentlich ganz cool. Wir haben hier einmal unten, einmal oben und hier hinten ein Radiator. Und hier vorne dann jeweils die zwei Pumpen. Und was jetzt noch fehlt, um das System komplett zu machen, ist eigentlich nur noch die Grafikkarte. Die bauen wir jetzt aber noch nicht ein, weil wir da sonst nachher hier nicht mehr hinkommen an die ganzen Anschlüsse von den Radiatoren. Weil hier müssen ja erst noch die Fittinge dran. Und ich hätte gesagt, dann sehen wir uns einfach, wenn die dran sind, weil das ist hier schon eine ziemliche fummelige Angelegenheit. Hier sieht man das auch. Ich schiebe das mal hoch da hinten. Weil um da irgendwie hinzukommen, da muss man bestimmt auch nochmal was abmontieren und dann würde das alles ein bisschen lange dauern im Video. Und dann können wir die Grafikkarte einbauen, wenn die Fittinge dran sind. Und die Fittinge noch an die Grafikkarte und dann die Tubes reinbauen. 8:01 Abend. Tobi, geht's dir gut? Die Wasserkühlung macht mir ganz schön zu schaffen. Ich habe dir vorhin. Ich habe jetzt alles wieder ausgebaut, weil es wurde ein gravierender Fehler gemacht. Es wurden Fehler gemacht. Der CPU-Block wurde falsch montiert. Weil das stimmt jetzt hier alles bei den Pumpen mit dem Innen und Out und hier rein, da raus, hier rein und da raus und ja. Und bei dem Gehäuse musst du jetzt alles abmontieren, oder? Jetzt müssen wir es abmontieren, damit wir den CPU-Block einmal drehen können. Und dann können wir weitermachen. Das ist eigentlich so der Super-GAU, was beim Wasserkühlen... Ja, das ist quasi, gehe direkt ins Gefängnis, gehe nicht über los. Dann wünsche ich dir für die Zukunft auf jeden Fall... Alles Gute. Alles Gute. Wir sehen uns.